Erst von hier sieht man, wie viele das sind. Ich bin da auch erstaunt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, mein Name ist Axel Honneth. Ich bin Direktor des Instituts für Sozialforschung und Professor an dieser Universität, was wohl erklärt, warum ich Sie hier begrüße. Ich vertrete gewissermaßen den Präsidenten in seinem Hausrecht. Im Namen des Instituts für Sozialforschung, aber auch der anderen beteiligten Stiftungen, der Heinrich-Böll-Stiftung, der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die gemeinsam mitveranstalten diese von Medico International geplante und auch im Wesentlichen durchgeführte Konferenz Beyond Aid. Also im Namen des Instituts für Sozialforschung möchte ich Sie sehr herzlich in den Räumen unserer Universität begrüßen. Als Thomas Gebauer und Thomas Seibert vor über einem Jahr an uns im Institut für Sozialforschung mit der Frage herantraten, ob wir die geplante Tagung mitveranstalten wollten, haben wir uns nicht lange überreden lassen müssen. Die Gründe für unsere schnelle Bereitschaft liegen auf der Hand und haben mit der Absicht und dem Anspruch der kritischen Theorie zu tun, in deren Nachfolge sich das Institut für Sozialforschung weiterhin sieht. In dieser Tradition hat man sich zwar mit all den entwicklungspolitischen Fragen, die Medico International und Sie alle hier beschäftigen, nie wirklich auseinandergesetzt. Gewiss, Sklaverei, Kolonialismus und Imperialismus galten Horkheimer, Adorno und Marcuse wie selbstverständlich als gewaltsame Ausgeburten einer Dialektik der Aufklärung, die die westliche Rationalität in Beherrschung und Unterdrückung umschlagen lässt. Aber dem Problem, wie den dadurch hervorgebrachten Verhältnissen der Unterdrückung, der Armut Abhilfe zu verschaffen sei, hat man sich aus Gründen, ich vermute mal eines sehr prinzipiellen Negativismus, nie eigentlich gestellt. Sie wissen, wie skeptisch Adorno gegenüber allen Praxisempfehlungen war. Zudem operierte diese erste Generation der kritischen Theorie, also Adorno, Horkheimer, Marcuse, noch unter historischen Bedingungen, in denen staatliche Programme der Entwicklungshilfe und erst recht zivile Formen des aktiven Beistands noch gar nicht entwickelt waren, sodass diese auch gar nicht der kritischen Betrachtung bedurften. Inzwischen ist aber der Prozess sowohl der politischen Internationalisierung als auch der ökonomischen Globalisierung so weit vorangeschritten, dass sich ihm eine an die Frankfurter Tradition anschließende kritische Theorie längst nicht mehr entziehen kann. Insofern ist es nur folgerichtig, wenn sich heute eine jüngere Generation in dieser Tradition daran macht, über die Bedingungen und Maßnahmen nachzudenken, die den globalen Ungerechtigkeiten, den krassen Unterschieden in den Lebensbedingungen zwischen der ersten und der dritten Welt ein Ende bereiten können. Ich bin Thomas Gebauer und Thomas Seibert daher äußerst dankbar, dass Sie uns, dem Institut für Sozialforschung, durch Ihre Anfrage die Chance gegeben haben, an einem Reflexionsprozess über die Missstände und Unzulänglichkeiten der bisher praktizierten Entwicklungshilfe teilzunehmen. Wenn etwas an diesen staatlichen Programmen und zivilen Unterstützungsleistungen den Verdacht Adornos und Horkheimers geweckt hätte, dann wäre es sicherlich die Idee der Hilfe gewesen. So sehr Sie vielleicht auch, vor allen Dingen Max Horkheimer, das Mitleid für einen authentischen Impuls unserer moralischen Empfindungen gehalten haben. Sie wissen, Horkheimer hat in der Nachfolge Schopenhauers das Mitleid überhaupt für den moralischen Impuls von uns menschlichen Wesen gehalten. Also sehr Sie auch das Mitleid für einen vollkommen unverdächtigen Impuls gehalten haben, so stark misstrauten Sie doch allen politischen Maßnahmen, die den Anschein der bloß einseitigen Hilfeleistung erwecken mussten. Eine solche moralische oder politische Leistung, den Armen und Ausgeschlossenen aus purer Großherzigkeit heraus entgegenzubringen, behielt für Horkheimer nur untergründig stets etwas vom Gestus der Herrschaft.
Die staatliche Entwicklungshilfe setzt zwangsläufig immer eigene Prioritäten, ohne die Betroffenen ihre eigenen Vorstellungen über eine gedeihliche Entwicklung ihres Gemeinwesens entwickeln zu lassen. Die zivilen Hilfeleistungen belasten die Nutznießer ebenfalls in der Rolle von bloßen Empfängern, ohne dass sie die Rolle von gleichberechtigten Partnern übernehmen könnten. Vielleicht ließe sich auch sagen, dass solche Programme der Hilfeleistung, sei es der staatlich konzipierten Entwicklungshilfe oder der zivilen Unterstützung durch unterschiedlichste Formen der NGO, etwas verletzen, was der Ökonom Albert Hirsch mal das Recht auf eine Unplanned Future eines jeden Gemeinwesens genannt hat. Also jedes Gemeinwesen nach Auskunft von Hirschmann, jemand, der sehr stark mit der Entwicklungspolitik in Südamerika beschäftigt war und auch dort tätig war, besitzt jedes Gemeinwesen einen Anspruch, eine nicht geplante, eine nicht verplante Zukunft zu besitzen. Und man könnte den Verdacht haben, dass die Programme, die bislang entwickelt worden sind, um den in Armut und Ausschluss sich befindenden Ländern zu helfen, helfen ist schon der Ausdruck, allesamt die Eigenschaft haben, diese Zukunftsfähigkeit, eine autonome Zukunftsfähigkeit zu zerstören. Allen Hilfeleistungen haftet, so gut sie auch gemeint sein mögen, so sehr sie sich auch um Einvernehmen mit den Betroffenen bemühen, ein Element der Verletzung jener elementaren Gegenseitigkeit an, die überhaupt erst einen zivilen Umgang unter Gleichberechtigten ermöglicht. Teilen wir diese Skepsis gegenüber einer als Hilfe daherkommenden Entwicklungspolitik, wie sie Adorno und Horkheimer wohl geäußert hätten, so sind wir angehalten, über Alternativen, also über eine tatkräftige Unterstützung jenseits der Hilfe, Beyond Aid, nachzudenken. Aus der Tradition der politischen Philosophie bieten sich dafür zwei Konzepte an, die jedoch vielleicht beide ihre eigenen Untiefen und Tücken besitzen. Das eine Mal wäre es möglich, als Alternative zur bloßen Hilfeleistung das klassische Konzept der Solidarität zu bemühen. Solidarität ist ein relativ junger, in der Französischen Revolution geborener Begriff, dort noch Brüderlichkeit, der sich auf Leistungen der Unterstützung und tätigen Beihilfe bezieht, die auf vollständiger Gegenseitigkeit beruhen. Der eine springt dem anderen in einer Notlage bei, weil er darauf vertrauen kann, dass dieser andere sich in einer vergleichbaren Situation ähnlich verhalten würde. Vorausgesetzt ist hier ein bereits existierendes Geflecht wechselseitiger Abhängigkeiten und Angewiesenheiten, wie sie im Allgemeinen dann entstehen, wenn man ein gemeinsames Projekt, ein gemeinsam geteiltes Ziel zu realisieren versucht. Das andere Konzept, das sich anbietet, um über Alternativen zur Hilfeleistung nachzudenken, ist das des Rechts und in unserem Zusammenhang wohl das des staatsübergreifenden Menschenrechts. Sobald in Kategorien der Rechte gedacht wird, fällt von der erbrachten Unterstützung alles Gönnerhafte, alles deswegen bloß Herrschaftliche ab, weil die Leistung als die Erfüllung eines verbürgten Anspruchs gesehen werden muss. Aber beide Alternativen zur Hilfe besitzen vielleicht, so hatte ich gesagt, ihre eigenen Untiefen. Die Solidarität setzt eine Gegenseitigkeit voraus, eine existierende, lebendige Gegenseitigkeit, die möglicherweise angesichts der Armut, des Hungers und der Unterdrückung der Betroffenen bloß fiktiv ist. Also eine bloße Chimäre, wenn man in Kategorien der Solidarität denkt. Und eine Entwicklungspolitik als Durchsetzung von Menschenrechten verlangt nach einer neutralen, internationalen Instanz, die über deren gleichmäßige Verwirklichung wacht. Und für eine solche neutrale internationale Instanz, die garantieren könnte, dass die Menschenrechte eingehalten und wirksam werden tatsächlich, für eine solche Instanz fehlt, glaube ich, auch nur jeder Ansatz. Ja, die UNO ist es gewiss nicht. Ich würde mich freuen, wir könnten auf unserer Konferenz all diese Probleme,
die mit Entwicklungspolitiken jenseits der Hilfe verknüpft sind, offen und vorbehaltlos diskutieren. Ich bin sogar der Meinung nach gestern Abend, dass wir eine große Chance haben, hier ein Stück weiterzukommen. Auf jeden Fall wünsche ich uns allen produktive Debatten und Auseinandersetzungen. Bin auf die Tagung sehr gespannt und nochmal dankbar den beiden, Thomas Gebauer und Thomas Seibert, für ihre Anregungen, dass wir uns hier beteiligen können. Schönen Dank. Dann will ich guten Morgen auch mich vorstellen als erstes. Thomas Gebauer, gestern Abend hatte ich es vergessen, Geschäftsführer von Medico International. Vielen Dank, Axel Hornet, für die einführenden Worte, die vieles von dem, glaube ich, was wir hier tatsächlich besprechen werden und besprechen müssen, in der Problematik deutlich gemacht haben. Auch ich habe mir Gedanken gemacht über das Wort Beyond Aid und habe mir vorgestellt, dass viele von Ihnen sich fragen werden, was denn daran eigentlich falsch sei. Und in der Tat, also warum man über Hilfe hinausgehen soll. Und in der Tat, glaube ich, gut gehalten, wenn man die Bedeutung, die in der gegenseitigen Hilfsbereitschaft für das menschliche Zusammenleben liegt, nicht klein macht. Eine Welt zumindest, in der niemand mehr nach Abhilfe für Missstände oder Mangel oder Bedürftigkeit drängt, die stelle ich mir wenig erstrebenswert vor. Sie haben es schon erwähnt, Beyond Aid wird meistens gebraucht mit weiteren Erklärungen. Beyond Development Aid zum Beispiel oder Beyond Mere Aid, über bloße Hilfe hinaus. Da wird deutlich, dass es eigentlich um den Kontext von Hilfe geht und nicht als Hilfe als solches. Letztendlich ist es der Kontext und die Absichten, die Interessen, die sich mit Hilfe verbinden und darüber befinden, ob Hilfe sinnvoll ist oder nicht. Vielleicht hilft zum Einstieg auch ein Bild. Ich weiß nicht, ob Sie es erkennen können von Weitem, vermutlich nicht. Es ist einfach zu hell im Saal. Das ist das bekannte Bild, ein großformatiges Bild, im Original ist es so groß, von Théodore Géricault. Es ist im Anfang des 19. Jahrhunderts gemalt, das heißt das Floß der Medusa, und zeigt eben eine Gruppe von Schiffbrüchigen, die, und das ist das Unerhörte für die damalige Zeit gewesen, sich vom Betrachter abwenden. Sie schauen eben weg in eine Ferne. Und da soll eine Rettung auftauchen, die aber nicht zu sehen ist. Und es wirkt auf diesem Bild in der Tat so, als ist die Rettung so entfernt, so entlegen, dass sie erst erdacht werden muss. Wenn wir heute vor dem Hintergrund dieses Bildes nach Haiti schauen, da sehen wir etwas ganz Ähnliches. Da sehen wir jetzt 4 Jahre nach dem Erdbeben noch immer 100.000 bis 200.000 Menschen in provisorischen Zeltstätten, in Barackenstätten, verwahrt in einer scheinbar auf Dauer gestellten Lagerexistenz ohne erkennbare Aussicht auf Veränderungen. Das Überleben der Leute ist zwar gesichert, aber man hat den Eindruck, dass eine wirkliche Zukunft für sie dennoch verloren ist. Und tatsächlich scheint für Haiti, und das haben wir gestern auch heute gehört, wie für die Schiffbrüchigen eben in der Medusa, die Rettung so entlegen, als müsse sie erst entdacht werden. Und ich glaube, das ist genau der Punkt für unsere Konferenz, die Aufgabe, nämlich darüber nachzudenken, wie wir Hilfe, gestern hat Raoul Peck gesagt, die Hilfe ist nicht mehr zu retten, wie wir sie dennoch retten können, und zwar um sie verfügbar zu machen, wieder verfügbar zu machen für die Ausgeschlossenen dieser Welt, für die Menschen, die aus dem System herausgefallen zu sein scheinen. Und das ist sicher ein sehr großer Anspruch, der leicht scheitern kann. Aber was mich ermutigt, und das ist auch das
gewesen, was uns gemeinsam dann den Mut gegeben hat, zu dieser Tagung einzuladen, ist, dass der Reflexionsprozess über Hilfe längst in Gange gekommen ist. Auch bei den NGOs, auch bei den Hilfsorganisationen. Ein kleiner Ausdruck, der Film von Raoul Peck, der gestern hier berichtet worden ist, ist auch unter Mithilfe von Hilfsorganisationen, meines Wissens auch von Brot für die Welt, zustande gekommen, wo deutlich wird, dass dieser Prozess des Reflektierens selbst in der Kritik schon angekommen ist. Es ist gut und richtig, Obdachlosen oder Erdbebenopfern Hilfe zukommen zu lassen, ein Bett für die Nacht zu geben, wie Bertolt Brecht in seinem Gedicht Das Nachtlager gesagt hat, aber gleichzeitig hinzugefügt, dass darüber die Welt nicht anders wird, dass das Zeitalter der Ausbeutung nicht verkürzt wird. Wir wissen, dass Hilfe auch dazu beitragen kann, dieses Zeitalter der Missstände zu verlängern, indem eben die ärgsten Schäden abgefedert werden und damit das System als solches stabilisiert wird. Da scheint ein Dilemma auf, aus dem es meines Erachtens nur ein Entkommen gibt. Nur wer Hilfe zugleich verteidigt, kritisiert und zu überwinden versucht, wird letztendlich verhindern können, dass der gut gemeinte Impuls, anderen beizustehen, nur dazu genutzt wird, Missstände zu verlängern. Ich will diese drei Elemente kurz ausführen als Einführung in unsere Konferenz. Bleiben wir zunächst beim Verteidigen. Ich denke, es ist klar, wenn wir einen Blick auf die Welt werfen und wenn wir wissen, dass von Hilfe das existenzielle Überleben von Menschen abhängen kann, dass es daran keinen Zweifel geben sollte. Im Zuge der Entfesselung des Kapitalismus sind Chancen für Menschen verweigert worden und die Risiken für den sozialen Ausschluss, Saskia Sassen hat gestern darauf hingewiesen, extrem größer geworden. Erstaunlich genug hat sogar das Davoser Weltwirtschaftsforum dies auf seiner kürzlichen Jahrestagung anerkannt und gesagt, dass eben nicht nur Chancen, sondern auch Risiken des Ausschlusses mit dieser Entwicklung einhergegangen sind. Allerdings haben sie nicht die mindeste Konsequenz daraus gezogen und beispielsweise zum Schutz der noch bestehenden Formen von sozialer Sicherung aufgerufen. Das ist leider nicht der Fall gewesen. Da dominiert auch immer dieser monströse Satz von Margaret Thatcher, die damals sagte, there is no such a thing as society, Sie erinnern sich daran. Mit diesem Satz ist dann seit den 1980er Jahren Zug um Zug eine solidarisch verfasste Gesellschaftlichkeit ausgehöhlt worden und sind die Institutionen von öffentlicher Daseinsfürsorge zunehmend privatisiert worden. Dabei ist zugleich das Prinzip von gesellschaftlicher Verantwortung durch eine neoliberal gewendete Idee von Eigenverantwortung ersetzt worden. Das hatte und hat große Konsequenzen, denn mit der Aufkündigung von Gesellschaftlichkeit, ich sollte besser sagen, mit deren Unterwerfung und den Interessen von Ökonomie und Macht, ist sowas wie ein neues Menschenbild entstanden, eines, das für die Lage der Menschen nicht mehr die sozialen Verhältnisse verantwortlich macht, sondern die Menschen selbst. Nicht nur dem Boulevard gelten heute Armut, Bildungsferne und Flucht als tendenziell selbstverschuldet. Die Leute haben es halt nicht gepackt. Dabei wird übersehen, dass der Appell zur Eigenverantwortung in dem Augenblick ergangen ist, wo sämtliche Voraussetzungen für Eigenverantwortung abgeschaffen worden sind. Ohne soziale Absicherung, ohne Gesellschaftlichkeit kann die Idee der Eigenverantwortung nur in einem auf Eigeninteresse bezogenen Egoismus enden oder in dessen Kehrseite im sozialen Ausschluss. Ich denke, die vielen Spenden, die wir heute sehen und die große Spendenbereitschaft im Zusammenhang von großen, spektakulären Katastrophen sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass im Alltag sich auch Gleichgültigkeit und Desinteresse breit machen. Die menschliche Fähigkeit zur Empathie und zur Solidarität wird heute immer stärker durch ihr Gegenteil herausgefordert, durch ein eigennütziges Konkurrenzdenken. Eine zunehmende Ökonomisierung der Subjekte ist zu beobachten, eine Herausbildung des Homo economicus, der schließlich selbst vom ökonomischen Kalkül durchdrungen wird und zum bloßen Anhängsel einer alles dominierenden Ökonomie wird.
Damit gehen Verluste einher, die Gefühle von Scham und Ängste auslösen, die abgewehrt werden müssen. Weil eben in diesem Zusammenhang der Kapitalismus die großen Versprechen wie Freiheit, Autonomie und Authentizität nie einlösen kann, herrscht allen Orten so etwas wie ein schier unstillbares Verlangen nach Entschädigung. Diese Entschädigung kann sich ausdrücken im Konsum von fetischisierten Waren zum Beispiel, kann sich ausdrücken in ethnischen Überhöhungen oder in einem identitätsstiftenden Fundamentalismus. In beiden, in dem selbstsüchtigen Genuss wie in der Abgrenzung zu anderen, scheint übrigens etwas auf, was nicht Opium fürs Volk im Sinne von Manipulation und Kontrolle bedeutet, sondern Opium des Volkes im Sinne von Triebbefriedigung und Angstabwehr. Das ist wichtig zu wissen, weil letztendlich da die Grenzen auch von Aufklärungsarbeit deutlich werden. Wird zum Beispiel klar in der skandalösen Situation von Textilproduktion weltweit, wenn wir heute an Menschen hier herantreten und sie informieren über den Konsum billiger T-Shirts, dahinter hängt, dann ist es eben nicht nur getan damit, dass man etwas informiert und etwas berichtet, sondern man hat es zu tun mit einem Konsum, was letztendlich mit dazu beiträgt, dass so etwas wie ein Glück entsteht über den Konsum. Ein schales Glück, keine Frage, eines, was nie lange anhält und deshalb beständig nach Erneuerung verlangt. Wie aber drücken sich diese Verhältnisse nun im Süden aus, auf der anderen Seite? Da hat der Sozialabbau letztendlich zu einem kompletten Kollaps von Sozialpolitik geführt und für viele und große Teile der Weltbevölkerung ist dabei etwas verloren gegangen, was in der Daseinsfürsorge steckt, nämlich institutionell abgesicherte Solidarität und Beistand. Und bei aller Kraft, die wir als Hilfsorganisation entfalten können, können wir diesen Verlust nie komplett kompensieren. Weder in der Quantität noch rechtlich. Kategorie schon angesprochen. Denn im Gegensatz zu öffentlichen Institutionen kann sich eine hilfsbedürftige Person an eine Hilfsorganisation nie mit einem Rechtsanspruch wenden. Man kann immer nur um Unterstützung nachsuchen, bitten. Bei einer öffentlichen Institution kann man diese Hilfe und die Unterstützung, den Beistand versuchen einzuklagen. Und an der Stelle wird das neoliberale Verständnis von Beyond Aid deutlich. Nämlich Hilfe und Beistand aus einer öffentlich abgesicherten Struktur heraus in die private Sphäre abzuwälzen, abzudrängen. Und das fällt natürlich leichter, wenn sich viele private Initiativen anbieten, dann die Aufgaben von Gemeinwesen zu übernehmen. Und ich denke dabei nicht an die Hilfsorganisationen, sondern an das, was wir gestern Abend noch gehört haben, was Georg Schramm dargestellt hat. Also die unzähligen Wohltätigkeitsveranstaltungen, die Charity-Dinners, das Engagement von Firmen und Promis, von Philanthrokapitalisten wie Bill Gates, die allesamt natürlich heute sagen, sie kümmern sich um sozialen Ausgleich, aber, und das ist der große Unterschied, immer auf freiwilliger Ebene, ohne dass eine Verpflichtung dazu existieren könnte. Und da drückt sich etwas sehr Bedenkliches aus, nämlich eine Art von Refeudalisierung der Verhältnisse. Da sind wir jetzt bei der Notwendigkeit des Kritisierens schon längst angekommen. Ich will jetzt gar nicht die Kritik wiederholen, die wir alle kennen, dass Entwicklungshilfe der Außenwirtschaftsförderung dient, dass es sicherheitspolitische Ziele verfolgen kann, dass humanitäre Hilfe ein Reparaturbetrieb ist, der den Status quo sichert und so weiter. Ich will Ihr Blick darauf lenken, dass wir aus der Umklammerung durch solche Interessen nur herauskommen, wenn wir ein bisschen tiefer die Kritik anlegen und genauer hinschauen auf das, was wir tun und dabei zum Beispiel auch längst überkommen geglaubte koloniale Übergriffe entdecken oder einen affirmativen Pragmatismus, der am Ende mehr die Verhältnisse stabilisiert, die Leute mehr anpasst, als wirklich auf Veränderungen drängt. Zu den für mich schwerwiegendsten Problemen von Hilfe und von der Hilfepraxis zählt für mich, dass die Träger von Hilfe auch von dieser schon skizzierten Ökonomisierung erfasst worden sind. Ich glaube, viele von Ihnen, die in den Strukturen arbeiten, können davon ein Lied singen. Obwohl sozialer Wandel ja voller Eigensinn steckt und wenig bestimmbar ist, unvorhersehbar ist, gilt heute auch bei NGOs sowas wie ein businessorientiertes Management als Beleg für Professionalität.
Ich habe nichts gegen Planung. Planung ist notwendig. Aber was folgt daraus, wenn die Ziele eines Projektes messbar, realistisch und terminiert sein sollen, wie es die einschlägigen Management-Schulungsprogramme dann verlangen? Helfen solche aus der Warenproduktion übertragenen Orientierungen wirklich im Kampf gegen die Ursache von Hilfsbedürftigkeit, gegen ungerechte Machtverhältnisse, gegen einen Tyrannen? Es gibt ein gutes Plakat von Miserior, wunderbares, da steht drauf: Mut ist zu kämpfen, auch wenn der Gegner übermächtig ist. Ist ein Engagement gegen einen übermächtigen Gegner, das anfangs womöglich aussichtslos erscheint, mit unzähligen Rückschlägen behaftet ist, über Jahre, vielleicht Generationen sich hinwegzieht, deshalb falsch, weil es nicht messbar, nicht terminiert und nicht realistisch ist? Mich stimmt bedenklich, dass in dem entwicklungspolitischen Jargon immer häufiger von Investitionen die Rede ist und dann auch nicht mehr von Erfolgen, die man erzielt, sondern von Erträgen, von einem Return of Investment sozusagen. Wenn es immer häufiger Manager sind, die Parameter von Hilfe festlegen und Hilfe sozusagen verstehen als eine effiziente Verknüpfung von Technik, von Marktkräften und von Wissenschaft. Vielleicht nicht allen Beteiligten bewusst, hat sich auf diese Weise auch diese neoliberal gewendete Idee von Eigenverantwortung in die Konzeption von Hilfe einschleichen können. Noch heute geistert durch so manches Hilfsprojekt die Idee aus den Armen so etwas wie Entrepreneurs, wie Unternehmer in eigener Sache zu machen. Überspitzt formuliert geht es dann darum, nicht mehr um die Beeinflussung von gesellschaftlichen Umständen, von Rahmenbedingungen, sondern die Leute an eine Realität anzupassen, die ihnen letztendlich von außen übergestülpt wird. Da den Menschen im Süden, den Partnern, nicht wirklich Selbstbestimmung zuteil wird und da viele Helfer noch immer wie selbstverständlich davon ausgehen, dass das eigene Gesellschaftsmodell das Beste ist, entpuppen sich bei näherer Betrachtung selbst viele der Empowerment-Projekte, die alle so wunderbar klingen, letztendlich als Anpassungsprojekte. Statt den Leuten zu helfen, sich als Bürger, als Citoyen mit alternativen Lebensentwürfen auf der politischen Bühne zu Wort zu melden, den öffentlichen Raum zu besetzen, von dem wir gestern gehört haben, dreht sich ein Großteil der entwicklungspolitischen Arbeiten um die Bereitstellung von Techniken, von Management-Know-how, von Motivationshilfen, um mit der offenbar konstant gesetzten Widrigkeit dieser Welt besser zurechtzukommen. Nicht die Praktiken der Nahrungsmittelindustrie stehen dann im Fokus, sondern Trainingsprogramme, um das individuelle Essverhalten zu optimieren. Nicht die strukturelle Gewalt, aus der Traumata und andere seelische Erschütterungen resultieren, sondern Kurztherapien, die die individuelle Resilienz fördern sollen. Nicht die Kritik am herrschenden Finanzkapitalismus, sondern die Verführung selbst noch der Ärmsten, der Armen, an unterster Ebene darin mitzuwirken. Mit fatalen Konsequenzen, was das Beispiel der Mikrokredite zeigt, die über eine gesamte Entwicklungsdekade propagiert worden sind. Ich will nicht sagen, dass sie komplett unsinnig gewesen sind, aber unter dem Strich haben sie die Armut nicht beseitigt, sondern finanzialisiert. Millionen von Menschen wurden in einen Kreislauf von Schulden und Schuldentilgung hineingezogen und dabei wurde das Prinzip der gesellschaftlichen Verantwortung von solidarisch verfasster Hilfe auf den Kopf gestellt. Sie müssen wissen, dass heute ein Großteil dieser Mikrokredite verwandt wird, um Ernährung zu sichern, um Gesundheit sich zu kaufen. Das ist aber nicht mehr möglich, indem man solidarisch verfasst sich gegenseitig den Beistand leistet, sondern die Leute sind selbstverantwortlich dafür. Sie müssen es aus eigener Kasse bezahlen, aus eigener Tasche bezahlen und es ist obendrein noch mit Zins belastet. Es ist das Gefangensein in solchen Überzeugungen, in solchen fatalen Überzeugungen, die meines Erachtens die Krise heutiger Hilfe ausmacht. Probleme aber, und das hat Albert Einstein so wunderschön gesagt, die lassen sich niemals mit derselben Denkungsart lösen, wie sie entstanden sind. Und damit komme ich zum letzten Teil meiner Ausführung, zum Überwinden von Hilfe, was für mich bedeutet, dass Daseinsfürsorge aus der Sphäre von freiwilligem Engagement und Charity wieder herausgelöst werden muss und zu einer rechtlich abgesicherten Veranstaltung werden sollte. Die Suche nach einer solchen
einer solidarischen Hilfe ist längst im Gange. Wir haben das gestern gehört, ob als Einzelkämpfer, als Teil gesellschaftlicher und sozialer Bewegungen, als Gewerkschaften, als Menschenrechtsvereine. Weltweit drängen heute Menschen auf eine Politik der sozialen Verantwortung als Voraussetzung für Hilfe und ein gutes Leben für alle. So verschieden das Aufbegehren sein mag, kommt in ihm doch Gemeinsamkeiten zum Ausdruck. Es zeichnen sich sozusagen Grundlinien ab für ein neues Verständnis von Hilfe und die wollen wir dann auch morgen untersuchen. Deutlich wird zum Beispiel eine in den Menschenrechten verortete Hilfe, die nicht vom Gutwill Einzelner abhängt, sondern über gesellschaftliche Übereinkünfte abgesichert ist, über demokratisch gebildete Organisationen garantiert wird und über Mechanismen verpflichtender Umverteilung bzw. fiskalischer Transferleistungen dann endlich auch finanziert wird. Wohltätigkeit ist die Ersäufung des Rechts im Mistloch der Gnade. Diese expressiven Worte werden Pestalozzi, einem Zeitgenossen der Französischen Revolution, zugeschrieben und er ruft uns dabei eine Kategorie in Erinnerung, die in der Tat in den letzten Jahrzehnten etwas in den Hintergrund geraten ist, nämlich die Kategorie von verfassungsmäßigen Rechten. Nur dort, wo es diese Institutionen von Daseinsfürsorge gibt, können diese Rechte auch geltend gemacht werden, sonst laufen sie sozusagen ins Leere. Ein solcher politischer Menschenrechtsbegriff, der sich hier ausdrückt, ist kein philosophischer Schnickschnack, sondern unmittelbar von Relevanz auch für die Praxis von Hilfsorganisationen. Wenn wir das jetzt übertragen auf das, was wir heute diskutieren, zum Beispiel die Konzepte von globaler Grundsicherung, wie verträgt sich diese Idee von Grundsicherung mit dem Prinzip der Nichtdiskriminierung, was fundamental ist für alle Menschenrechte? Zu Recht haben die Menschen im Süden Sorge, dass sie mit einer Art Armenfürsorge abgespeist werden sollen. Ein bisschen für die Armen, während die anderen sich mehr leisten können. Also wo das Konzept der Grundsicherung nicht mehr sich als Floor erweist, als Grund, sondern als Ceiling, als Deckelung. Die Menschenrechte sind aber nicht nur eine abstrakte Idee, die sich für politische Sonntagsreden eignet, sondern sie sind verbunden mit klaren Forderungen. In den Menschenrechten werden Pflichtenträger benannt, die dafür zu garantieren haben, dass sie verwirklicht werden. Damit wird das zweite fundamentale Prinzip der Menschenrechte aufgerufen, nämlich die öffentliche, die gesellschaftliche Verantwortung. Was nicht unbedingt heißen muss, autoritärer Zentralstaat. In jedem Fall aber die Verpflichtung von Gemeinwesen dafür zu sorgen, dass alle Menschen, die Voraussetzungen haben, sich ein gutes Leben bilden und herstellen zu können. Wir reden heute in dem Zusammenhang oft von Gemeingütern, aber mit komplett unterschiedlichen Verständnissen. Auch das wird zu klären sein. Die einen sehen darin Güter, die sozusagen von oben bereitgestellt werden müssen, und die anderen rufen eher den Prozess auf, mit dem Gemeinwesen gemeinsam darüber nachdenken, wie sie denn selbst für sich Daseinsfürsorge bestimmen wollen. Und da sind wir beim dritten Punkt der Menschenrechte angekommen, nämlich dem Prinzip der demokratischen Konstitution. Wenn wir den Prozess der Neudefinierung von Entwicklungszielen, den sogenannten Post-2015-Prozess anschauen, da fällt uns auf, dass es wesentlich Experten und Politiker sind, die darüber nachdenken, wie künftige Entwicklung aussehen muss, aber die Menschen, um deren Entwicklung es geht, kaum zu Wort kommen. Müsste es nicht, wenn es um Armutsbekämpfung geht, müssten es nicht die Armen selbst sein, die da dann auch ein Wort mitzureden hätten? Nämlich, weil sie möglicherweise ganz andere Vorstellungen von Daseinsfürsorge haben, von anderen Ideen von Gesellschaftsmodellen, die am Ende tragfähig sind, um Armut zu bekämpfen, als die Ideen, die zum Beispiel, und gestern ist es genannt worden, Entwicklungsexperten wie Jeffrey Sachs haben, die Welt überziehen mit Millennium Villages, wie in Haiti geschehen, die dann keine große Bedeutung haben. Wenn wir die Thematik aus dieser Perspektive betrachten, sind wir bei Beyond Aid angelangt. Und ohne Frage, und ich komme jetzt zum Ende, gründen sich Gesellschaften auf solidarischen Beistand. Es ist aber ein Beistand, der über bloße Hilfe hinausreicht. Und diejenigen, die mehr haben, über gesetzlich geregelte Umverteilungsmechanismen dazu verpflichtet, auch für die Armen, die Alten, die Kinder mit einzustehen. Solche Solidarsysteme sind
einigen Gesellschaften noch existent. Sie stehen heute extrem aus den Prinzipien, die ich ganz am Anfang genannt habe. Zu internationalisieren ist meines Erachtens der einzige Weg, sie sowohl national zu verteidigen, wie auch eben dem globalen, der globalen Realität, in der wir längst angekommen sind, zu entsprechen. Dann würden andere Formen von Entwicklungsfinanzierungen entstehen, welche die nicht mehr von den Gebern abhängig sind, sondern sich auf verpflichtenden Ausgleichsfinanzierungen gründen, wie wir es aus dem Länderfinanzausgleich zwischen den Bundesländern kennen. Es würde an der Stelle so etwas wie ein neues Hilfeparadigma aufscheinen, über das wir vielleicht reden können. Eines, das uns eine Vorstellung von dem gibt, was mit einem globalen Gesellschaftsvertrag gemeint sein könnte. Nämlich die Verabredung von Grundsätzen, die dafür sorgen, dass alle Menschen an allen Orten der Welt jene Bedingungen vorfinden, die sie für die Gestaltung eines selbstbestimmten Lebens, eines selbstbestimmten Buen Vivir, eines guten Lebens brauchen. Und das ist dann ein Leben, in dem es unbedingt auch die gegenseitige Hilfsbereitschaft geben wird. Nur ist Hilfe dann auf diese Weise ziemlich weit neu gedacht. Das wäre für mich der Fluchtpunkt, auf den unsere Debatte zusteuern können. Ich bin mal gespannt, wie weit wir kommen. Vielen Dank. Ja, guten Morgen. Wir haben hier das emanzipative System der Selbstvorstellung, keine paternalistische Einführung einer Frau durch einen Mann. Und so haben wir uns aber geeinigt vorher drauf. Also, ich darf mich selbst vorstellen. Wir haben uns geeinigt drauf. Ich habe zugestimmt. Ja. Mein Name ist Cornelia Füllkrug-Weitzel. Ich bin Präsidentin von Brot für die Welt und damit auch zuständig für die Diakonie Katastrophenhilfe. Das ist deswegen relevant, weil ich jetzt in diesem Teil über die humanitäre Hilfe mehr sage. Interessanterweise ist ja gestern und heute und geht es ja immer munter durcheinander. Das Beispiel Haiti hat was mit humanitärer Hilfe zu tun. Wir reden aber immer von Entwicklungshilfe. Gibt es da vielleicht nochmal unterschiedliche Situationen? Ach so, ja. Gut, dass ich jetzt weiß, wie ich heiße und Sie auch. Gut, über Entwicklungshilfe, auf die Problematik gehe ich dann später in dem Forum 1 ein. Das wollte ich damit sagen. Zur humanitären Hilfe zwei Stichworte. Stichwort Instrumentalisierung und Stichwort Partnerschaft einer Herausforderung. Instrumentalisierung. Der Einleitungstext fragt danach, wie sich verhindern lässt, dass die Idee globaler Verantwortung zu Legitimation machtpolitisch motivierter Interventionen verkommt. Diese Fragestellung ist ja in den vergangenen Wochen noch aktueller geworden, seit die Bundesregierung angekündigt hat, mehr außenpolitische Verantwortung zu übernehmen. In der humanitären Hilfe wird die globale Verantwortung durch die humanitären Prinzipien sehr ideal ausformuliert. Menschlichkeit, also vordringliches Motiv humanitärer Hilfe, menschliches Leid lindern. Gestaltung der Hilfe richtet sich nach dem Ausmaß der Bedürftigkeit. Niemand wird benachteiligt, also Unparteilichkeit und Unabhängigkeit. Humanitäre Hilfe darf nicht politischen, militärischen, religiösen oder wirtschaftlichen Akteuren oder Interessen folgen und von ihnen abhängig sein. Das betrifft auch die Finanzierung der Hilfe. Das klingt ja sehr gut und wer wollte gegen diese Prinzipien an sich argumentieren? Im Gegenteil, wir verteidigen sie. Die Praxis ist aber sehr weit davon entfernt. Die Motivationen sind gemischt und hoch umstritten. Die Unparteilichkeit, schwer genug in einzelnen Projekten schon, verkommt im weltweiten Maßstab angesichts der vergessenen Krisen zu einer inhaltsleeren Hülle. Sind diese Prinzipien vielleicht zu schön, um wahr zu sein? Nun, es kommt noch ein viertes Prinzip dazu, die Neutralität. Um den Zugang der Menschen in Not zu humanitärer Hilfe zu sichern und die Unparteilichkeit zu gewährleisten, muss humanitäre Hilfe vor allem in gewaltsam ausgetragenen Konflikten neutral bezüglich der politischen Ziele der Konfliktparteien agieren. Neutralität gegenüber Diktatoren, Warlords oder gegenüber militärischen Interventionen liberaler Demokratien. Das passt nun ganz bestimmt nicht in die Stoßrichtung dieser Konferenz. Eine solch
Unpolitische Hilfe spielt den Machthabern in die Hände und zementiert bestehende Unrechtsverhältnisse, könnte man meinen. Und Thomas und ich streiten regelmäßig über dieses Thema. Tatsächlich stehen wir vor dem Problem, dass humanitäre Hilfe allzu oft eben nicht neutral ist, sondern für politische Interessen instrumentalisiert wird und sich dafür instrumentalisieren lässt, sodass ich immer gerne sage, neutraler müssten mir die Neutralen sein. Dann wäre es richtig. Ob in Darfur, in Somalia oder in Afghanistan und Pakistan, um nur wenige Beispiele zu nennen, humanitäre Hilfe wurde und wird als Instrument der Außen- und Sicherheitspolitik betrachtet und benutzt. Konzepte wie zivil-militärische Kooperation, wie Embeddedness damals im Irak, wo die humanitäre Hilfe als Teil von Interventionen einmarschiert ist, um Hearts and Minds der Menschen zu gewinnen. Das alles ist ja schon lange Realität oder seit 10 Jahren schon lange Realität. Ob der Global War on Terror oder andere politische Ziele, die vordringliche Motivation vieler politischer Akteure zur humanitären Hilfe waren, ist es eben nicht die Linderung menschlichen Leids. Und immer mehr wird deutlich in den, oder nicht immer mehr, sondern gerade in den letzten, bei den letzten Interventionen, Stichworte Libyen oder die Debatte um Syrien, wird deutlich, dass geostrategische Interessen am Regime-Change mit dem humanitären Argument legitimiert wird. Im Gegenzug dürfen wir uns dann nicht wundern, dass in vielen Kriegen den Menschen der Zugang zu solcher humanitären Hilfe schlussendlich verwehrt wird und humanitäre Helfer in immer größeren Massen angegriffen werden. Sie wurden zur Partei gemacht, sie haben sich zur Partei gemacht und sie sind Partei. In unserem Land müssen wir uns heute wieder damit auseinandersetzen, dass militärische Interventionen in Mali oder Zentralafrika explizit mit humanitären Argumenten begründet werden. Anscheinend lässt sich nur mit solchen Begriffen eine widerstrebende deutsche Öffentlichkeit für Militäreinsätze gewinnen. Insofern wäre selbst wirklich neutrale humanitäre Hilfe durchgesetzt gegen massive Interessen und trotz finanzieller Konkurrenz immer noch ein Ausdruck zwar politischen Versagens und keinerlei Ersatz für entwicklungspolitische, menschenrechtliche und friedenspolitische Arbeit, aber sie würde den Menschen in größter Not helfen, sich nicht mehr instrumentalisieren zu lassen und wäre damit eine sehr politische Hilfe. Ich will ein Beispiel noch vorweg schicken, wie das aussehen kann oder nachschieben, wie es aussehen kann. Die Diakonie Katastrophenhilfe und Brot für die Welt sind Mitglied der weltweiten ACT Alliance. Das ist ein globales Netzwerk kirchlicher Entwicklungs- und humanitärer Hilfsorganisationen. Aus Anlass des Irakkrieges haben wir in unserem Governing Board, wo Nord-Süd und Ost-West absolut gleichberechtigt beteiligt sind, darüber diskutiert, wie wir hier humanitäre Hilfe leisten können. Und nach einem Tag hitziger Debatte haben wir beschlossen, dass keine Organisation Geld von irgendeiner Regierung annimmt, die an diesem Krieg beteiligt ist. Das hat unseren amerikanischen Partnern, um es einfach mal zu sagen, bis zum heutigen Tage absolute Schwierigkeiten bis hin zum Nullpunkt gebracht, von USAID irgendwelches Geld zu bekommen oder in irgendein staatliches Gesprächsforum eingeladen zu werden oder irgendwann. Sie sind selber sozusagen zu Aussätzigen geworden. Aber das war die Konsequenz, auf die wir in gemeinschaftlicher, solidarischer Diskussion Ost-West, Nord-Süd gekommen sind. Ich finde es immer wieder unglaublich, wie viele NGOs glauben, dass sie, wenn sie sich nur brav an die Do-No-Harm-Regeln in ihren kleinen konkreten Projektchen halten, sie auch wirklich so wenig Harm tun oder No-Harm tun würden, wenn sie sich als Rädchen in einem großen, mit geostrategischen Interessen aufgeladenen Räderwerk einpassen und blind gegenüber den politischen und militärischen Motiven derer sind, die aus sogenannten humanitären Motivationen nach militärischer Intervention schreien. Das haben wir in Syrien erlebt, das haben wir in Libyen vorher erlebt. Es wird immer und es finden sich dann auch immer reichlich internationale und nationale NGOs, die, wenn das Stichwort humanitär fällt, sofort Beifall klatschen, weil sie dabei sein wollen, wenn das Leid spendenträchtig wird und weil sie dabei sein wollen, wenn sich humanitäre Gemütsaufwallung zur PR nutzen lässt.
Aber wie gesagt, eine wirklich neutrale humanitäre Hilfe wird es nicht geben. Aber der Versuch, Menschen in der größten Not beizustehen, sich nicht mehr instrumentalisieren zu lassen, sie nicht instrumentalisieren zu lassen, wäre eine sehr politische Hilfe. Die Bevölkerung in der größtmöglichen Not eines gewaltsam ausgetragenen Konfliktes, wie wir es gegenwärtig in Syrien erleben, nicht schlicht sich selbst zu überlassen, sondern ihr beim Überleben zu helfen, ist und ihr für sie einen humanitären Raum auch politisch zu erkämpfen, ist für mich als Vertreterin einer christlichen Hilfsorganisation ein absoluter Imperativ. Es gibt keine autonome Zukunftsfähigkeit ohne Überleben. So einfach ist das. Und ein solcher ethischer Imperativ ist meines Erachtens auch nicht zu gering zu erachten, denn es ist tatsächlich die Wurzel des Zueinanderstehens, des Beistandes, der Social Fabric einer Gesellschaft, die dann auch von ihrer Politik Systeme sozialer Sicherung verlangt, die sich einsetzt für solidarische, gemeinschaftliche und gemeinwohlorientierte Lösungen. Nicht automatisch führt, wie das in der christlichen Sprache heißt, dieser Hilfsimpuls führt Barmherzigkeit in eine politische Praxis, aber eine politische Praxis, die dafür kein Herz hat, da können wir viele Stichworte aufzählen, seien sie neoliberale Praxis oder sei sie revolutionäre oder neorevolutionäre Praxis, ist auch nicht emanzipatorisch. Stichwort Partnerschaft. Partnerschaft, eine Herausforderung. Bereits die Joint Evaluation der internationalen Hilfe nach dem Tsunami am 26. Dezember 2004 schon hat festgestellt, dass die Hilfe durch die Menschen vor Ort und deren Kapazitäten allzu oft von internationalen Helfern ignoriert wurden. Für viele von uns, die wir hier sitzen, jetzt keine News mehr, aber tatsächlich 2004 schon festgestellt worden und die erste Forderung des Berichts ist sehr deutlich geworden. The international humanitarian community needs a fundamental reorientation from supplying aid to supporting and facilitating communities' own relief and recovery priorities. Nach dem Erdbeben in Haiti, Roel Peck hat davon ja gesprochen, ist diese Neuorientierung der internationalen Hilfe jedenfalls zu 90% nicht erfolgt. Und auch heute sind wir trotz rhetorischer Bekenntnisse zu dieser Neuorientierung immer noch weit davon entfernt. Nach dem Taifun in den Philippinen im November des vergangenen Jahres war es noch so, dass unsere erfahrene und sehr aktive Partnerorganisation im Land, das Citizens Disaster Response Center, eine Initiative getragen von vielen Community-Based Organizations, die sich um Katastrophenvorsorge selbst bemühen, erst zu einem Treffen zur Koordinierung der Hilfe durchgelassen wurde, als ihr Fahrzeug mit einem großen Logo der Diakonie Katastrophenhilfe versehen war. Ähnlich übrigens, damit wir nicht gleich politisch auf die saubere Seite geraten, ähnlich war es mit Joschka Fischer, den ich auf seiner Mosambik-Reise begleitet habe anlässlich der Flut, der alle deutschen Helfer einladen wollte, alle deutschen Hilfsorganisationen. Wir sind nicht im Land tätig, wir haben unsere Partner bei der Botschaft gemeldet, sie sind nicht eingeladen worden, wir haben immer wieder darauf insistiert, sie sind nicht eingeladen worden, hinterher ging dann um den Tisch rum, ja, welche tolle Organisation macht denn wie viel tolle Arbeit und gibt dafür wie viel tolles Geld. Die Diakonie Katastrophenhilfe, die dann durch mich vertreten war, gibt eben nicht selber, sondern gibt den Partnern Geld, die machen tolle Arbeit und es stellte sich raus, dass unsere Partner das so viel tolle Arbeit machen, dass es vom Geldwert her deutlich mehr war als das, was da an 21 anderen Hilfsorganisationen um den Tisch gemeinsam versammelt war. Aber es war keine deutsche Hilfe. Das Stichwort Visibility ist gestern hier schon angesprochen worden und das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend und ganz zentral, auch wenn der Thomas dauernd auf die Uhr guckt. Wenn es darum geht, selbst am Hebel zu sitzen, selbst die Macher zu sein, das wiederum deckt sich mit den ökonomisch geleiteten Medienstrategien. Ein schwarzes Gesicht verkauft sich nun mal nicht so gut in den Medien wie Herr Mayer aus der Nachbarschaft, der selbst sein Päckchen Zucker und Mehl in die Tsunami-betroffenen Gebiete bringt. Und das Bedürfnis, deutsche Macher in den Vordergrund zu stellen, geht auf Kosten lokaler Macher in den Katastrophengebieten. Die Visibility des einen geht immer auf Kosten des anderen. Die bewunderte und geforderte Eigeninitiative des Sportclubs aus Neuss geht auf Kosten der Eigeninitiative von Menschen in Katastrophengebieten, die ihre Gegenwart und ihre Zukunft selbst in der Hand behalten wollen
und selbst nach Katastrophen gestalten wollen. Und das ist genau, da sind Katastrophen Breaking Points auch. Da geht es dann über in die ganz langfristigen Fragen. In Katastrophen mit dieser riesigen internationalen Hilfsmaschinerie ist es nationalen Hilfsorganisationen in der Regel fast nicht möglich, Zugang zu den UN-Koordinationen zu bekommen. Wir müssen das immer schwerst erkämpfen für unsere Partner. Auch in Haiti war das so, dass sie selber dann mit am Tisch sitzen dürfen. Dafür werden dann aber die Weichen gestellt für eine andere Zukunft. Dann gibt es genmanipulierten Mais als Foodhilfe, der nicht mehr wieder aussehbar ist. Dann werden neue Saatgutsorten eingeführt aus Amerika, die dann hinterher die Landwirtschaft verändern. Dann werden neue Landnutzungskonzepte durchgesetzt etc. Deswegen sehen wir es und halte ich es auch als eine in sehr, sehr bescheidenem Maßen Beyond Aid-Ansatz als eine wichtige Funktion in der gegebenen Situation, eine Katastrophe notorisch auf dem Raum für die nationalen und lokalen Organisationen zu insistieren, notorisch darauf zu achten, ob ihre Rechte, das hat zum Beispiel Brot für die Welt, hat fast nur Menschenrechtsarbeit während der Haiti-Zeit gemacht, darauf zu achten, dass die, die ohnehin schon ausgegrenzt sind, nicht noch weiter ausgegrenzt werden aus lauter Blindheit und Naivität über die realen Situationen im Land. Und es kommt darauf an, in und dann nach der Katastrophe und damit vor der nächsten Katastrophe grundsätzliche Beiträge zu leisten dafür, dass hinterher, dass es dann stärkere Community-Based Organizations im Land gibt, die, und das ist unser Ziel als Diakonie Katastrophenhilfe, on the midterm run, nicht nur on the long-term run, selber die humanitäre Hilfe leisten. Etwas, was sich ja hier kein Mensch vorstellen kann. Hier müssen ja ein paar Deutsche hinreisen, damit den Armen da mal geholfen wird. Keiner weiß, keiner spricht davon, dass in den ersten 4 bis 6 Tagen grundsätzlich in Katastrophensituationen es die lokale Bevölkerung ist, die das berühmte Überleben sichert. Und niemand sonst. Die Frage ist, können wir von außen mit finanzieller Unterstützung oder was auch immer einen Beitrag leisten, dass sie dazu starken Playern werden? Wie das dann aussehen kann im Falle Bangladesch, werde ich nachher noch ein paar Stichworte dazu sagen. So viel fürs Erste, damit der Thomas nicht völlig nervös wird. Ich sage mal kurz, dass ich überhaupt nicht nervös werde, sondern viel Stoff in der Diskussion sehe. Und was wir hier, liebe Cornelia, machen, ist, dass wir einen Impuls geben wollen, um Sie dann auf die Foren hinweisen, die nach stattfinden werden. Und da werden wir intensiv dann Diskussionszeit haben. Good morning. I'm going to have to speak in English, I'm afraid. And I have to introduce myself, which is always difficult. But as you can see, my name is European. It's Irish or Scottish. I speak with an English accent. And I also live in the heart of private finance capital, London. And I don't know how this happened. It was an accident. Because I'm actually Malaysian. And my heart is very much in the south. But nonetheless, I also happen to be a medical doctor, that's my background, so my look at aid is primarily through the health, through the lens of health. Now, Thomas has asked me to speak about, hang on. To speak on the topic of aid as business. How do I do this? Aid as business. This is the topic of forum number 2. And I would also say it's worth us thinking about business as aid. And as I'm also an academic, academics like to take an issue or a concept and break it down into its different component parts so that we can study it. So for me, this notion of business and aid has, I think, 3 big themes or dimensions. The first is really around the application of business principles and business tools to the management and delivery of what we call aid. And this means often a big focus on measurable outputs and outcomes. It's often associated with a top-down, donor-driven approach to delivery of aid, and
I actually say donor-driven, but increasingly we see aid as being about investor-driven. Aid is being conceived and conceptualized as a social investment. You invest and you expect to see social returns on your investment. And this is a problem. This is a kind of problem that we see with Melinda Gates, Bill Gates' wife, lecturing some of the most senior public health academics in the USA about what we in the health sector can learn from Coca-Cola. She lectured us about the lessons that we would need to learn from Coca-Cola in order to be able to improve our delivery of health aid. And at the end of her speech, all these eminent professors of public health stood up and clapped and applauded her. It's on YouTube, and I would encourage you to view it, but don't eat before you view it. This whole application of business to aid is also about performance management. You apply performance management tools to aid, and it's not about the performance management of the money. It's about the performance management of the recipients. So it's a form of control. Process becomes less important than efficiency and effectiveness. Principles and ethics are of secondary concern. The second dimension is really about the capture of aid by businesses. And this includes the commercialization and commodification of poverty, humanitarianism, disaster, disease, ways in which these problems can be converted into commodifiable products that can be sold for commercial purposes. And of course, I'm sure some of you may be aware of Bill Gates' famous interview with Time magazine, where he talked about the billions of people living on less than $2 a day. But when you add up all those billions of people, when you add up all those $2 a day, you have a market worth hundreds of billions of dollars. And he described this as a market opportunity. It's also about aid as PR. I don't think I need to say much about that. Corporate social responsibility has its uses for the commercial sector. And there's also aid as private subsidy, and there are many examples of this. In my field, a large amount of aid, charitable funding, goes into research and development in the pharmaceutical sector, for example. Research and development producing outputs that are then often commoditized, privatized, and commercialized by corporate companies. So there's also aid as a form of private subsidy. And then finally, the third dimension is around the marketization of the aid sector itself, the increasing way in which NGOs are competing with each other for funding, and the way in which market discipline is imposed upon the NGO sector or civil society. And this applies not just to NGOs, but also to universities. So again, another example from the health sector, malaria research, heavily dominated by, again, my friend Bill Gates. And you would think that his promotion of the market would see a growing competition of university researchers coming up with new ideas about how to deal with malaria as a problem. But in fact, the opposite has happened. We see a lack of competition, a lack of diversity, a lack of innovative thinking, and an increasingly group thinking amongst researchers who are all trying to chase Gates' money. So in fact, we're seeing a greater homogenization of scientific thinking in the field of malaria as a result of the Gates influence. Everyone is trying to do what Gates wants them to do. And a useful term, I think, to describe this three dimensions is philanthrocapitalism. I'm not sure about the value of this term, because the term was coined by a leading economics editor of The Economist. And when he used the term, he used it in a very positive way. He was celebrating philanthrocapitalism. But nonetheless, I think it's a useful term to describe these,
the ways in which business and aid are intersecting with each other. What are we talking about? I use the term aid very loosely, and of course there's this official aid, government aid, formal aid, but there's a much wider aid complex around this, and it's useful to think about the different actors that we need to think about. It's not just the commercial sector, but clearly there's a role of the international finance institutions, the IMF, the World Bank, private foundations like Gates. Prior to Gates, the Rockefeller Foundation had a huge impact on the way in which aid was delivered. Private corporations, of course, are part of this wider aid complex. Management consultants, so companies like McKinsey's are now everywhere, in ministries of health, in the UN, and in NGOs. I've mentioned universities and academia, who are also part of this new wider aid complex. And the problem now of charities and NGOs and even social movements are being incorporated and sucked into this wider aid complex, dominated increasingly by the ideas of philanthrocapitalism. In fact, I think last night Mark Haywood talked about the Treatment Action Campaign accidentally getting itself sucked into this wider aid complex and being compromised as a result. In health, I'd just like to point out the importance of scientists and academics being incorporated into this aid complex and the particular role of health. Because when we look at global health, we see a reduction in global infant mortality. We are seeing improvements in terms of maternal mortality. So last night there was talk about crises, various crises, but in the health sector, there isn't actually that much of a sense of crisis. In fact, in the health sector, there is a huge amount of self-congratulation, pride, because we are seeing these indicators of mortality improve across the world and even in Africa. There's celebration about how wonderfully we are doing. So we need to understand this contradiction between improvements in health indicators and a real sense of global crisis, economic crisis, ecological crisis. What explains this contradiction? Certainly we need to understand that we are now much better able to keep people alive in conditions of poverty. So there is a role in which technology has enabled us to do that. We perhaps need to be much more aware of the fragility of these improvements in health indicators. They are very fragile and easily reversible. And we have to also associate these improvements over the last 10, 15 years in infant, maternal mortality, life expectancy, as being the result of a fivefold increase in health spending, global spending, which has detracted funding from other sectors, and the fact that we have probably managed to consume the low-hanging fruit. So rapid progress in the last 15 years, but maintaining that progress, I think, will become increasingly difficult. And the other thing is that these gains, they're real gains, real reductions in infant mortality, real reductions in maternal mortality, are nonetheless small when compared with the hopes, the visions, the aspirations we had in 1978, as described in the Alma Ata Declaration on Global Health for All. But I think the health community is quite important because it is an alibi for the wider aid complex. It provides the wider aid complex with the good news story that suggests everything is all right. We just need to try a bit harder. No need for major radical structural change. Look, infant mortality is falling. Maternal mortality is improving. Millions more people on ART treatment. So why is all this an issue? Why is philanthrocapitalism an issue? There's the big picture. It's a way of depoliticizing
many of our problems that we face, and there is a large academic literature about the way in which aid depoliticizes issues. It is an extension of neoliberalism, the monetization, commodification of aid, the erosion and shrinkage of the public sphere, particularly through this development of the public-private partnership paradigm. And it's an extension of corporate elite power. I don't really want to go into this. Much of this was discussed and described last night. But this is really important, getting people to understand just how aid, charity, depoliticizes issues that are inherently social and political, and are inherently about power and inherently about ideology. And as an academic, I think it's really important that we are able to study this, deconstruct it, and describe it in academic and scientific terms. We need to challenge this politically, but we need to also understand it scientifically and academically. And I came across this useful categorization of a term that's called anti-politics, approach to depoliticization. Schedler, an academic who describes four ways in which aid does this. He talks about instrumental anti-politics. This is the way in which we render political issues as being technical, and that the problems that we face need to be managed, not prevented or abolished or eradicated. He describes amoral politics, anti-politics, what Thomas was describing earlier about the desocialization of society, the privatization of the public domain, the reduction of human beings to rational, utility-maximizing economic beings who have no social or collective preferences or no collective ethical and moral principles by which decisions should be made. At the same time, there is a moral form of anti-politics, and this is where you selectively use moral and ethical arguments to depoliticize aid. And nothing is more powerful than this notion of saving lives. Here we are saving lives. Don't bother me with ideological questions. Don't bother me with issues of process, with the concerns around justice. I'm too busy. I'm saving lives. A wonderful mobilizing metaphor for depoliticizing everything. And then there's aesthetic anti-politics, which is about the trivialization of complex issues, reducing them to theater, to imagery, as opposed to deeper understanding and communication. The final thing is that these are bigger issues, but there's also a smaller picture about the question of whether philanthrocapitalism is actually more effective and efficient. A lot of the argument supporting this notion is that it is more efficient and it is more effective, and we should be able to question the validity of those claims. So in the forum too, there'll be three presentations which will touch on all these issues in more detail. Heino Gulemann will be giving a case study from Cambodia of the application of market-based solutions to the sanitation sector. Anna Jung will be talking about the privatization and corporate social sponsoring of the NGO sector. And I'll be giving a case study example of how the Global Fund operates from a philanthrocapitalist perspective. So I hope some of you will come to that, but thank you very much. Mein Name ist Katrin Hartmann, ich bin freie Journalistin in München und ich habe mich mit einem Thema beschäftigt für mein letztes Buch, das Thomas Gebauer vorhin schon vorgestellt hat, mit Mikrokrediten. Ich finde, dass das Thema sehr gut in diese Konferenz passt, denn für meine Begriffe sind Mikrokredite das Konzentrat neoliberaler Entwicklungshilfe.
Wegen Betrug, übler Nachrede und Bedrohung müssen Amina Murad und Benazir Ismaili ein Jahr ins Gefängnis und eine Strafe von 30.000 marokkanischen Dirham sowie eine Entschädigung von 10.000 Dirham an das Opfer bezahlen. Das ist insgesamt 17-mal so viel wie der staatliche Mindestlohn in Marokko. Das Verbrechen, das diesen beiden Aktivisten vorgeworfen wird, ist, sie haben den Protest gegen Mikrokreditorganisationen angeführt, die tausende Frauen in aussichtslose Überschuldung gestürzt haben. Das Opfer, an das diese horrende Entschädigung gezahlt werden muss, ist die marokkanische Mikrokreditbank NMAA. Diese Geschichte klingt wie ein skandalöser Einzelfall, nach schwarzen Schafen, nach Missbrauch, nach einer guten Idee, die irgendwie aus dem Ruder gelaufen ist. So argumentieren die Befürworter der Mikrofinanz in solchen Fällen. Denn das Konzept, Kredite an Arme zu vergeben, damit sie Unternehmen gründen, damit sie damit ihren Lebensunterhalt, die Kreditraten und die Kreditzinsen zahlen und sich damit selber aus der Armut befreien, findet seit gut 30 Jahren großen Anklang in der westlichen Welt. NGO, Kirchen, Globalisierungskritiker, neoliberale Politiker, Weltrettungspromis wie Bono und Angelina Jolie sowie Großbanken und Großkonzerne sind gleichermaßen begeistert von der Idee. Mit Muhammad Yunus, dem bangladeschischen Juwelierssohn und Gründer der Grameen Bank, die an rund 8 Millionen Frauen in Bangladesch Mikrokredite verleiht, hat 2006 erstmals ein Banker einen Friedensnobelpreis bekommen. Aber tatsächlich ist das rigide Vorgehen gegen die marokkanischen Aktivisten kein Einzelfall. Es ist vielmehr ein Beleg für die Brutalität des Mikrokreditsystems und die Machtverhältnisse, die sich hinter den sentimentalen Erfolgsgeschichten verbergen, die hier im Westen erzählt werden. Als Beleg wiederum dient den Apologeten der Mikrofinanz nur eine einzige Zahl: die Rückzahlungsquote von mehr als 90%. Und diese ausgezeichnete Zahlungsmoral, ausgerechnet der Ärmsten, erscheint dabei als eine ökonomische Variante des edlen Wilden. Aber sie kommt nur deshalb zustande, weil die Banken die Rückzahlung der Mikrokredite mit brutalen Methoden erzwingen. Ich selbst war in Bangladesch einen Monat lang und habe dort 13 Dörfer besucht. Und die folgenden Geschichten habe ich in jedem einzelnen Dorf mehrfach gehört. Die Geldeintreiber nötigen die Familien, Hausrat und Land zu verkaufen. Sie nehmen ihnen Kühe und Ziegen weg. Sie beschimpfen die Schuldner vor dem ganzen Dorf, sitzen stundenlang, manchmal sogar über Nacht in deren Hütten. Sie pressen Angehörigen das Geld ab, das für die Beerdigung vorgesehen ist, sodass ihnen nichts anderes übrig bleibt, als ihre Toten in den Fluss zu werfen. Nach dem Zyklon Saida, der 2007 große Teile der Küste in Bangladesch verwüstete, wurden Menschen, die alles verloren hatten, auch von der feinen Grameen Bank dazu gezwungen, die Nothilfe der Regierung für die Rückzahlung der Kredite zu verwenden. 2011, wenige Wochen nach meiner Abreise, wurde in Bangladesch ein Organhändlerring aufgedeckt, an den verzweifelte Mikrokreditnehmer ihre Niere gespendet hatten. Schulden sind kein Akt der Solidarität, sie sind Machtinstrumente. Um ihre Brutalität und Dinge zu rechtfertigen, die ansonsten empörend und obszön erscheinen würden, muss man sie moralisch aufladen. Das schreibt der Occupy-Gründer David Graeber in seinem Buch Schulden. Der Mythos der Mikrokredite also als gute Schulden speist sich aus westlichen Wertvorstellungen, befeuert durch die gleichnishaften Erzählungen und die Selbstinszenierung von Muhammad Yunus als Messias des Kapitals. Etwa dann, wenn er es als finanzielle Apartheid bezeichnet, dass Arme keine Kredite bekommen. So erklärt er Schulden zum Menschenrecht, wichtiger als Trinkwasser, Medizin und Land zur Selbstversorgung. Doch bis heute gibt es keinen einzigen wissenschaftlich haltbaren Beleg für die armutsreduzierende Wirkung. Im Gegenteil häufen sich die Untersuchungen darüber, dass Mikrokredite den Armen schaden. 2011 etwa wertete ein Forscherteam um die britische Ökonomin Marin Duvendak 2600 positive Mikrokreditstudien aus. Es gäbe, so Duvendak, keinerlei Beleg, dass Mikrokredite den Armen helfen, denn die positiven Studien gründen auf weichen Untersuchungsmethoden und unzureichendem Datenmaterial. Der bangladeschische Anthropologe Aminur Rahman fand in seinen Feldforschungen schon in den 90er Jahren heraus, dass nur 5% der Mikrokreditnehmer Einkommen aus Unternehmen beziehen, die sie selbst gegründet haben.
Die meisten Menschen nehmen Kredite aus einer existenziellen Notlage heraus auf. Sie kaufen Essen oder medizinische Versorgung. Mehr als die Hälfte der Kreditnehmer ist deshalb bei bis zu 5 verschiedenen Banken gleichzeitig verschuldet. Anu Muhammad, Wirtschaftswissenschaftler in Bangladesch, hat herausgefunden, dass nur 5% der Mikrokreditnehmer profitieren, und zwar nur solche, die bereits vorher ein stabiles Einkommen hatten. Die Hälfte konnte ihren Lebensstandard nur halten, weil sie zusätzliche Kredite aufnahmen. Die Lage der restlichen 45% hatte sich verschlechtert. Für die Investoren und Anleger des Westens aber ist das Geschäft mit der Armut lukrativ. Die Zinsen auf einem Mikrokredit im weltweiten Schnitt liegen bei mehr als 30%. 2010 betrugen die Einkünfte der Mikrofinanzbanken fast 20 Milliarden Dollar. Das ist in etwa so viel wie der Jahresumsatz von McDonald's. Von der Wall Street führt also ein direkter Weg in die Blechhütten der Armen. Mikrokredite, sagt Anu Muhammad, haben den Finanzmärkten gezeigt, dass die riesige Menge von Armen für das Kapital interessant ist. Und Regierungen und Institutionen wie der Weltbank dienen sie als funktionierende Alternative zur Entwicklungshilfe. Die Schuldenopfer nämlich dienen dem Kapital auf verschiedene Weise. Sie halten das Niedriglohnlevel aufrecht und bringen eine riesige Reservearmee billiger Arbeiter hervor. Denn um die Kredite zu bedienen, müssen Arme noch mehr arbeiten. Aber warum die Mehrarbeit nicht ihnen, sondern dem Kapital zugutekommt, beschreibt Philipp Mader in seiner Dissertation über die, wie er es nennt, Finanzialisierung der Armut. Er schreibt: Das Mikrofinanzsystem stellt eine transnationale Kette der Disziplinierung her, die im Interesse regelmäßiger Kapitalflüsse arme Menschen dazu bringt, ihre Gürtel noch enger zu schnallen und eine nennenswerte Summe an Mehrwert aus ihrer Arbeit abzutreten. Mikrokredite ermöglichen es also, Arme in globale Wertschöpfungsketten einzubinden und so auch multinationalen Konzernen die Einführung ihrer Produkte zu erleichtern. Social Business heißt diese Variante die jüngste Erfindung des Grameen-Bankgründers Muhammad Yunus. Unternehmen sollen gegründet werden, um einen sozialen Zweck zu dienen. Der Gewinn soll nicht an Shareholder ausgeschüttet, sondern reinvestiert werden. Dabei arbeitet Grameen in Bangladesch mit multinationalen Konzernen wie Danone, Adidas, BASF oder Otto zusammen. Die sogenannte soziale Joghurtfabrik von Danone gilt als Best-Practice-Beispiel. Sie soll einen Joghurt produzieren mit der Milch von Kleinbauern, der mit Vitaminen und Mineralstoffen von BASF angereichert ist. Er soll Kinder vor Mangelernährung schützen. Arme Frauen sollen den Joghurt an andere Arme an der Haustür verkaufen. Dafür werden diese Frauen nicht bezahlt, sondern müssen dem Weltkonzern mit 2-stelligem Milliardenumsatz den Joghurt abkaufen, um ihn mit kleinem Aufschlag weiterverkaufen zu können. Milchlieferanten müssen für Kühe und diese Salesladies für den Joghurt Kredite aufnehmen, um ihre Arbeit für den Milchmulti zu finanzieren, weswegen dieser risikolos und ohne Investitionen dort den Markt erobern kann. Heute wird der Joghurt aber zu 80% in den Supermärkten der großen Städte an die Mittelschicht verkauft. Die Frauen, die den Joghurt an den Haustüren verkaufen sollten, haben aber durch ihren Job Verlust gemacht, weil sich die Armen auf dem Land einen Joghurt nicht leisten können, der trotz umgerechnet 5 Cent trotzdem so teuer ist wie 10% ihres Tagesumsatzes. Es wäre so viel, wie wenn bei uns ein Joghurt 20 oder 30 Euro kosten würde. Die Idee, Arme zu Kunden zu machen und zu Verkäufern, geht auf den indischen Ökonomen und Unternehmensberater C.H. Prahalad zurück, der das Vermögen am unteren Ende der Pyramide entdeckt hat. Social Business ist eine Variante dieses Bottom-of-the-Pyramid-Konzepts. Man kann sagen, damit sollen sich Arme gerade so weit aus der Armut befreien können, dass sie Bargeld für Konsum haben, aber sie sollen immer noch so arm bleiben, um als Kreditnehmer und Billigarbeiter dem Kapital zu Diensten zu sein. Mikrokredite und Social Business sind so gesehen eine Investition in die nachhaltige Ressource Armut. Obendrein entlassen die unternehmerischen Armen, die anpacken statt jammern, auch noch das Gewissen der westlichen Welt, die sich mit Armut längst abgefunden hat. Ich möchte dabei gerne auf unser Forum hinweisen, in dem wir uns mit Finanzialisierung der Armut beschäftigen werden. Ich freue mich sehr, dass es eine Einladung gegeben hat, dieses Forum zu machen. Wir hatten im
vergangenen Herbst eine erste kritische Tagung zu Mikrokrediten in Deutschland am Max-Planck-Institut für Gesellschaftswissenschaften in Köln und haben uns dort mit Mikrokrediten beschäftigt. Daraus ist auch eine Dokumentation hervorgegangen, Rendite machen und Gutes tun, Fragezeichen, die gerade erschienen ist. Ich halte es für absolut wichtig, sich ausführlich mit dem Thema zu beschäftigen, denn so wie ich das aus meiner journalistischen Erfahrung weiß, ist es sehr, sehr schwer, diesen Mythos, der sich um Mikrokredite und diese sozialen Businesses mittlerweile entwickelt hat, zu durchbrechen. Ich habe erst vor ein paar Tagen einen Leserbrief bekommen auf einen Artikel hin im Greenpeace-Magazin über Mikrokredite, was ich mir erlaube, den Friedensnobelpreisträger so anzugehen. Schließlich habe dort auch jede einzelne Frau in Bangladesch so gut beraten bei ihren Krediten. Also da gibt es noch eine ganze Menge Aufklärungsarbeit zu leisten. Unser Forum ist in Raum 1802. Es wird dabei sein der Kölner Journalist Gerhard Klaas, der das Buch Die Mikrofinanzindustrie geschrieben hat. Er wird über die Ökonomie und Funktionsweise von Mikrokrediten sprechen. Peter Dietzel ist in unserem Forum der Geschäftsführung der Organisation Netz Bangladesch und wird die Situation in Bangladesch erklären. Philipp Mader, der Autor der Doktorarbeit über Financial Inclusion, wird die Ergebnisse aus seiner Dissertation vorstellen und ich selber werde noch mehr über das Konzept Social Business am Beispiel Grameen Danone erklären und wie man es schaffen kann, mit dem Wörtchen Sozial, Landgrabbing und Katastrophenkapitalismus zu rechtfertigen. Vielen Dank. Ja, schönen guten Morgen. Mein Name ist Michael Ramminger. Ich bin kein Spezialist für Entwicklungszusammenarbeit. Ich bin kein Spezialist für Katastrophen, sofort, Hilfe. Ich bin katholischer Theologe. Es ist noch Zeit zu gehen. Ich möchte ein paar Anmerkungen machen, ausgehend von dem, was wir gestern und was wir heute gehört haben, nochmal zur Frage der Hilfe von Leid, Erbarmen, Erbarmungswürdigkeit. Und ich rufe in Erinnerung, dass das große Paradigma dafür, einige werden es vielleicht noch kennen, die Erzählung vom barmherzigen Samariter im Neuen Testament, wie wir es nennen, ist ein Mann, Gewaltopfer am Rand, jemand anders hilft ihm, bringt ihn in eine Herberge, lässt ihm Geld da. Dieses Paradigma über die Jahrhunderte sozusagen zum Grundbeispiel dafür geworden, dass Barmherzigkeit ethisch gesetzt ist. Wir wissen auch, dass aus dieser Erzählung oder auf dieser Erzählung sozusagen aus der Barmherzigkeit elendige Barmherzigkeit geworden ist, die dem heutigen Ausmaß und den Gründen für Not, geschweige denn den strukturell notwendigen Taten der Gerechtigkeit, das heißt der Abschaffung der ganzen ausbeuterischen Kackscheiße, wie es auf einem Aufkleber von Blockupy 2013 hieß, nicht gerecht wird. Denn Rezeptionsgeschichte, also das ursprüngliche Anliegen, ins Gegenteil konterkariert. In der Entwicklungszusammenarbeit sagte man deshalb Hilfe zur Selbsthilfe statt Erbarmen. Wir werden sehen, wie es mit diesem Paradigma weitergegangen ist. Ich greife darauf zurück, nicht weil ich glaube, dass das lehrreich für uns ist, sondern weil ein gewisser Herr Dr. Norbert Walter, ehemaliger Chefsvolkswirt der Deutschen Bank, Mitglied im Zentralkomitee der deutschen Katholiken, sich auch genötigt sah, mit diesem Gleichnis, mit dieser Erzählung auseinanderzusetzen. Der barmherzige Samariter, der Helfende, ist in seiner Interpretation ein Egoist, der sich einer kurzlebigen und politikunfähigen Laune hingibt und nur vorgeblich hilft. Er ist im Grunde unbarmherzig, weil er in seiner Hilfe, seiner Emotionalität, seinem Erbarmen erliegt und dadurch die Chance, das Selbsthilfepotenzial dieses Mannes am Straßenrand zu aktivieren, egoistisch verpasst.
Das alles wird später in den unbezahlten Sozialstaat, in die Geschenkewirtschaft oder, erinnern Sie sich, in den Sozialismus führen. So wurde aus der Plausibilität des Erbarmens über das Paradigma der Hilfe zur Selbsthilfe zuletzt die Verweigerung von Hilfe. Die Probleme gehen uns nichts an, dürfen uns nichts angehen, wenn wir wirklich helfen wollen. Man erkennt hier die Genialität neoliberaler Ideologieproduktion. Ähnlich wie zum Beispiel im auch ursprünglich kritischen Begriff des Anti-Etatismus wurde das Konzept der Selbsthilfe so rekonstruiert, dass es in seinem Anliegen invertiert und in Herrschaftsplausibilität transformiert wird. Hilfe zur Selbsthilfe, die ganzen Hilfsorganisationen, eigentlich alles erbärmlicher Rest eines erbärmlichen Menschen, der nicht stark genug ist, dem es am Willen zur Selbstermächtigung, zum Selbstunternehmen fehlt, zum Selbstunternehmertum fehlt und andersherum all dieses störende Elend auf der Welt, hervorgerufen von Menschen, die von religiösem Wahn oder fehlender Zivilität atavistisch getrieben ist. Das ist doch eigentlich die Grundplausibilität herrschender Verhältnisse. Aber zugleich können wir sagen, und das wäre mein Punkt, dass andererseits die Plausibilität, dass Hilfe und Mitleid menschlich ist, von den Herrschenden wohl nicht ganz auszurotten ist. Weil es dieses Bewusstsein gibt, wie beschädigt, marginal oder korrumpiert auch immer, genau deshalb wird Hilfe aus institutionellen, staatlichen Aufgaben so weit wie möglich ausgegliedert, um als Reflex einer gesellschaftlich möglicherweise doch irgendwie existierenden Plausibilität zu verschwinden. Und um auf diese Weise zugleich unsichtbar zu machen, dass Hilfe als gesellschaftliche Vereinbarung von den herrschenden Klassen eben gerade nicht gewollt wird. Verantwortung für den Nächsten verschwindet als politische und gesellschaftliche Aufgabe. Jeder öffentliche Appell, in gegebener Situation zu spenden, verstärkt auch den Aufruf der Herrschenden, dass Hilfe keine gesellschaftliche, geschweige denn staatliche, sondern individuelle Entscheidung ist. Und damit verschwindet auch der eigentliche Punkt, dass nämlich wirkliche Hilfe gesellschaftlicher, sprich struktureller Lösung bedarf. Sagen wir es doch einfach offen, unter Bedingungen globalkapitalistischer Vergesellschaftung wird Hilfe in der Regel nur dann nachhaltig sein, wenn sie dazu beiträgt, genau diese Verhältnisse abzuschaffen. Die Erkenntnis, dass Hilfe instrumentalisiert wird, darf also auf keinen Fall dazu führen, dass wir Mitleidenschaft oder Compassion, wie es in der politischen Theologie heißt, aufgeben. Denn sie bringt uns an die Front der politischen, der sozialen und kulturellen Konflikte in der heutigen Welt oder kann uns zumindest dorthin bringen. Fremdes Leid wahrzunehmen und zur Sprache zu bringen, ist die unbedingte Voraussetzung aller zukünftigen Friedenspolitik, aller neuen Formen sozialer Solidarität. Ein Zitat von Johann Baptist Metz, dem Begründer der neuen politischen Theologie. Bei aller Einsicht also in die Dienstnahme von Hilfe darf Beyond Aid nicht bedeuten, diesen Begriff zu verabschieden. Er muss, wie auch immer, radikalisiert werden. Die ursprüngliche Frage in der Geschichte, so wie die meisten von Ihnen sie kennen, lautet: Wer ist mein Nächster? Das war nie der Punkt dieser Geschichte. Die Frage war: Wer gehört zu mir? Und die Antwort war: Der, der leidet. Wer ist das? Ein Mensch. Nicht mehr und nicht weniger. Ein Mensch jenseits seiner Rassen, Klassen, Religions oder sonst irgendeiner Identität. Jenseits seines Glückes oder Peches, an diesem oder jenem Ort in der Welt geboren zu sein. Also der Mensch vorab, der Mensch, der ein Recht auf sein Menschsein hat. Ein Menschenrecht. Und zwar vorab seiner gesellschaftlichen, gar staatlichen oder suprastaatlichen Kodifizierung. Einiges spricht in den letzten Jahren dafür, dass vielen Menschen deutlich wird, dass ihnen genau dieses Recht vorenthalten wird. Vielleicht können Menschenrechte, Thomas hat das schon angesprochen, in diesem Sinne tatsächlich ein neues Paradigma globaler Solidarität werden. Ich möchte aber eine Anmerkung zum jetzt neu aufkommenden Gebrauch der Konzeption der Menschenrechte machen. Menschenrechte
vielleicht unangenehm für viele NGOs, Menschenrechte werden in erster Linie nicht im politischen Diskurs ausgehandelt. Eine Politik der Menschenrechte besteht zunächst nicht in einer bloßen Anrufung ihrer Geltung, die nur noch zu kodifizieren wäre, oder umgekehrt darin, ihre kodifizierte Geltung einzufordern. Menschenrechtspolitik ist, um es mit dem französischen Philosophen Balibar zu sagen, ein Akt des Aufstandes, der Insurrektion. Oder noch deutlicher, die Durchsetzung von Rechten folgt nicht unbedingt den Regeln kommunikativen Handelns. Die Tore der Kommunikation, ein Gruß an Professor Habermas, die Tore der Kommunikation lassen sich manchmal nur mit großer Kraftanstrengung öffnen und manchmal geht es auch nur mit Gewalt oder sie bleiben für immer verschlossen. Zweitens, wenn wir nur über Wege der Durchsetzung von Menschenrechten reden können, wenn wir die Verhältnisse, die eben genau das ausschließen wollen, werden wir sie beim Namen nennen müssen. Ich kritisiere den Neoliberalismus und treffe auf Konsens. Ich fordere, die Finanzmärkte zu kontrollieren und ich treffe auf Konsens. Ich fordere, den Kapitalismus abzuschaffen und ich bin alleine. Hilfsorganisationen müssten sich viel stärker in die Arena politischer und ideologischer Auseinandersetzungen begeben. Sie müssen sich hier wie dort eindeutiger positionieren, um die Differenz zu den herrschenden Verhältnissen und den jeweiligen Interpretationen deutlich zu halten. Von der Hilfe, zur Selbstverantwortung, vom Feminismus zur Verteidigung von Frauenrechten durch Krieg war es jeweils ein kurzer Weg. Auf welche Kämpfe lassen wir uns ein, mit wem arbeiten wir zusammen, mit wem kämpfen wir? All das zu besprechen, würde unsere Duldungserlaubnis hier wie dort gefährden. Aber worum soll es uns eigentlich besser gehen als denen, um die es uns geht? All das wäre anzugehen, ohne den Rückenwind einer Fortschrittsgeschichte, in einer offenen Suche nach denjenigen, die wie wir an einer strukturellen Überwindung globaler Unrechtsverhältnisse arbeiten, die sich ihre Maßstäbe und Aufgaben nicht kleinreden und einpassen lassen. Das habe ich übrigens immer für eine Stärke der Solidaritätsbewegung gehalten, dass sie sich ihre Maßstäbe nicht kleinreden ließ. Wer seine Maßstäbe sich kleinreden lässt, muss sich wirklich sagen lassen, dass er mit seiner Hilfe, wie die Neoliberalen sagen, einer kurzfristigen emotionalen Laune folgt, was nichts anderes als eine menschliche Schwäche wäre. Herzlichen Dank. Wir haben jetzt ein bisschen 5 Minuten überzogen. Es gibt unglaublich viel jetzt zu diskutieren, aber das findet jetzt in den Foren statt, nach der Kaffeepause. Ich darf nur ansagen, dass das Forum 1 zum Thema süßes Gift, was noch ein bisschen versucht, das, was wir gestern diskutiert haben, was heute auch von Cornelia Füllkrug-Weitzel angesprochen worden ist, aufzugreifen, dieses findet hier in diesem Raum statt. Forum 2, Hilfe als Business, das findet deutsch und englisch übersetzt statt, ist oben in der oberen Etage. Alle drei anderen Foren sind oben in der Etage. Das Forum 3 über Mikrokredite, glaube ich, findet ohne Dolmetschung nur auf Deutsch statt, wenn ich es richtig sehe hier. Und Forum 4 wieder deutsch-englisch, zweisprachig. Das, was gerade Michael Ramminger so wunderbar ausgeführt hat, die Frage der Ideologie, die darin schwingt. Und das wird dann in diesem Forum weiter diskutiert. Jetzt haben wir uns eine Pause verdient und die Debatte ist dann hinterher in den Foren möglich. Vielen Dank.